Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von CrossCode. Wir haben als letztes den Wüstentempel gemacht und jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie man dieses Spiel spielt. Ist nämlich für mich schon wieder ein paar Tage, wenn nicht Wochen her. Ich habe nämlich jetzt erstmal Alundra durchgeprügelt und ich habe es fertig und ich bin so traurig, dass es fertig ist. Aber dazu später mehr. Genau, wir haben den Fahrschuh-Tempel gemacht. Jetzt können wir mal runter noch weitere 18 Kisten finden, wenn wir das möchten. Im Fahrschuh-Tempel findet es natürlich auch noch eine weitere, so wie bei dem anderen Tempel auch. Wir haben hier uns noch gar nicht umgesehen. Vielleicht haben wir das Glück und die Kiste ist hier irgendwo. Aber ich bezweifle. Guck mal, man kann das Baki-Dorf von hier sehen. Cool, schon krass, wie weitläufig der Kontinent ist. Ja, die hätten den bestimmt auch noch größer machen können, wenn sie gewollt hätten. Das kann gut sein. Scheiß so. Hallo. Hi. Winziges Lotusblatt schwebt auf dem Wasser. Ganz gemächlich. Aha. Ha? Ich bin kein Lotusblatt, aber gut. Sendet von dir. Hey, ich glaube, ich habe da drüben was gesehen. Oh, wir müssen uns das gleich noch durchlesen. Was bildest du dir ein? Das sind keine Fische. Und was ist mit Quallen? Die müssen doch irgendwo herkommen. Stimmt wohl. Bitte, nämlich nicht an die Dinger. Ja, die waren schon eklig. Naja. Dir noch irgendwas zu sagen? Nein, hier drüben ist noch eine AFK. Hi! Hallo. Ich sitze hier und warte auf meinen Freund. Gerade als wir aus dem Dungeon raus sind, ging er plötzlich AFK. Wenn er noch länger auf sich warten lässt, gehe ich ohne ihn. Warte! Hä? Was meinst du? Naja, ein bisschen kann ich noch warten. Na. No. Sie ist so mitfühlend und so sympathisch und empathisch und ach, es ist schön. Ich schalte das Spiel an und das ist sofort Balsam für die Seele. Ah, ich hab's nicht gelesen. Ah! Alle gefunden, yo! Habt ihr die Kisten alle gefunden wahrscheinlich? Also, habt ihr alle Truhen gefunden? Jupp. Alle gefunden, yo! Mist, eine habe ich verpasst. Ich glaube, ich weiß welche. Tipp gefällig? Nur ein kleiner. Oberstes Stockwerk, verdächtige Punkte auf dem Boden. Ich würde ja gerne reingucken, aber ich weiß ja nicht. Vielleicht mache ich das im Schluss im Offscreen. Mache ich dann alles noch nachträglich. Wir sind tatsächlich heil aus dem Ofen rausgekommen, Leute. Aber hier ist es auch nicht wirklich wesentlich kühler. Ja, die Brise tut jedenfalls ganz gut. Das kann ich mir vorstellen. Zumindest wenn man die Temperatureinstellungen auf realistisch gestellt hat. Puh, geschafft, der war wieder echt lang. Wem sagst du das? War diesmal aber scheinbar recht erträglich für dich. Ja, diesmal nicht ganz so viele Abgründe. Passt schon. Was anderes? Was hat das mit dieser heißen Kohle da drin auf sich? Heiße Kohle? Ach, die war mir egal. Okay. Na dann, willst du die Aussicht von hier oben genießen? Auf keinen Fall! An den Zaun kriegen mich keine 10 Pferde! Da hat wohl jemand Höhenangst. Dachte ich mir. Da hat wohl jemand Höhenangst. So. Jetzt haben wir hier den Sternenhimmel. Am Anfang war die Dunkelheit. So erschufen die Jorbis und Enel die erste Sonne, um der Welt Licht zu spenden. In der Nacht jedoch, wenn die Sonne untergegangen war, herrschte wieder die Dunkelheit. Enel wollte mehr Sonnen in ihrer Nähe platzieren, um so eine Welt konstanten Lichtes zu erschaffen. Diese Welt jedoch war eintönig, ohne Morgenröte, Abendlicht und die Kühle der Nacht. Schließlich hatten beide Götter eine neue Idee. Sie schufen Millionen und Abermillionen neuer Sonnen weit, weit weg in alle Richtungen verteilt. Dank der Bemühungen von Enel und Diorbis können wir heute die Nacht mit einem wunderschönen Sternenhimmel genießen. Die Sterne bergen aber weit mehr als nur Schönheit in sich. Diorbis hat sie insbesondere erschaffen, um unser Interesse für andere Welten dort draußen zu wecken. Ah, okay. Nachdem Enel Millionen von Sonnen erschaffen hatte, sehnte sie sich nach einer neuen Herausforderung. Sie wollte die größte und majestätischste Sonne erschaffen, die man sich nur vorstellen kann. So fing sie an, die Sonne mit ihrer ewigen Flamme zu füllen und fügte immer mehr hinzu, als die Sonne immer weiter wuchs, bis schließlich die Sonne zu viel Feuer hatte und es nicht länger halten konnte. Was dann folgte, war eine spektakuläre und farbenfrohe Explosion. Noch heute sehen wir diese seltene, farbenfrohen Explosionen am Nachthimmel als Zeugnis von Enels Langeweile. Enel ist die Schöpferin der ewig brennenden Flammen. Sie erschuf die Sonne aus gleißendem Licht und füllte den Kern tief unter unseren Füßen mit einem geschmolzenen Stein.
Ihre Schöpfungen verbreiten Wärme, nehmen jedoch gleichzeitig das Leben. Alles begann, als Diorbis, der ätherische Gott der Schöpfung, in die Leere des Nichts hineingeboren wurde. Nach Äonen der Kontemplation in Einsamkeit brachte sein Wunsch nach Gesellschaft die Götter der Formen hervor. Enel ist einer dieser Götter. Sie ist die Göttin des Trigons und die Schöpferin der ewig brennenden Flammen. Aha. Ach, und das kann man jederzeit nachlesen, sehe ich gerade rechts. In der Enzyklopädie. Kann ich jetzt überhaupt nochmal in den Dungeon rein? Von hier? Ja, kann ich, okay. Will ich aber gar nicht. Ich wollte nur mal wissen, ob es geht. Also hier wird dann wahrscheinlich irgendwo... Wir gucken jetzt trotzdem nochmal. Ich will das jetzt wissen. Ach Mann, es tut mir leid. Hier sind komische Punkte am Boden. Ich habe doch eigentlich alle Räume gecheckt. Ha. Aber gut, wir haben jetzt auch die Eisform. Wobei, die haben wir schon ewig, ne? Hier unten ist nichts. Hier sind überall komische Punkte am Boden. Das ist jetzt nicht so der größte Hinweis, ne? Ich laufe einfach mal alles nochmal ab. Wenn ich es dann nicht finde, dann soll das so sein. Dann ist es Schicksal. Der Dude interessiert mich nicht. Der kann mich mal am Zyster zupfeln. Waren wir hier schon? Also wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Achso, hier ging es in die Mitte, ne? Genau. Genau, hier war der Riesenrätsel. Ganz links müssen wir noch gucken. Ganz auf der Westseite und ganz auf der rechten Seite. Das sind jetzt Motten und Quallen, aber keine Gegner. Ich will den Raum erst noch checken kurz. Hier scheint auch nichts zu sein. Sowas ärgert mich immer, wenn ich dann die Kiste nicht finde, die ich eigentlich suche. Oder die ich eigentlich hätte finden sollen. Hier ist auch nichts. Und hier... wohl ebenfalls nicht. Wow, das war knapp. Ja, ja, meine Herren, lasst mich bitte in Ruhe. Keine Zeit für euren Schmonses. Oh, hier komme ich gleich rüber, so. Das ist ja doof. Jaja. Das Rätsel löse ich jetzt nicht nochmal. Ich gehe jetzt zurück und laufe dann außen rum. Das ist vielleicht einfacher. Rätsel in Anführungszeichen. Ich meine, muss ja nur die Kugel richtig schießen. Muss immer. Wieso kann ich nicht reden? Muss immer. Aber hier sind richtig viele Räume mit Punkten auf dem Boden. Wie soll man den richtigen finden? Da war auch kein weiterer Weg, ne? Ne. Und oberstes Stockwerk, hat sie gesagt. Oder hat er gesagt, welcher NPC auch immer das gesagt hat. Vielleicht in der Ostseite. Und keine Sorge, sobald ich hier erkundet habe, dann gehen wir auf jeden Fall weiter. Solange... haben wir aber auf jeden Fall kurz mal Zeit. Weil ihr doch bestimmt auch wissen wollt, was in der Truhe drin ist. Außer ihr wisst es schon und denkt euch, oh Gott, jetzt sucht der nach dem Kack-Item. Dabei ist es bloß ein alter Schuh. Ha. Und scheinbar finde ich es sowieso nicht. Hier geht's nach unten. Das heißt, ich bin jetzt... ja, ich bin zu weit unten. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich kann hier rüber und dann, ist das jetzt schon ein Stockwerk weiter nach unten? Das ist schon ein Stockwerk weiter runter, okay. Wie komme ich denn dann dahin? Ich bin jetzt hier. Ha. Okay, hier rechts und dann runter. Ja, also genau. Achso, Alundra wollte ich erzählen. Ja, Alundra ist fertig. Für mich zumindest. Ihr dürft da noch ein bisschen dran gucken. Das dauert noch ein paar Folgen. Und, danach habe ich noch ein cooles Game für... Noch ein kleines, schönes Game für euch.
relativ kurz. Verhältnismäßig kurz, wenn man das mit dem, mit der Länge von den Spielen hier vergleicht. Gut, dann muss ich mal gucken, was ich als nächstes aufnehme. Jetzt muss ich erstmal hier Crosscode ein bisschen vorantreiben, weil ich will ja hier auch mal vorankommen. Und ich will zwar irgendwann durchspielen. Nicht, dass ich mich jetzt unbedingt hetzen will, aber hier ist auch nichts. Kann ich hier rausporten? Wo ist denn? Hier ist eine Truhe, da ist eine Truhe und hier sind überall Truhen. Ach, das ist gar nicht die Stadt. Hier, da will ich hin. Ah, das funktioniert. Das ist schön. Das ist schön. So, hier sind bestimmt noch ein paar Quests jetzt. Ich wünschte, ich wüsste noch... Ah ja, genau. Doch, ich weiß wieder, wo das Quest-Up ist. Wir haben es geschafft. Blabla. Ja, ja. Der Typ ist auch verdächtig. Hier sind irgendwelche Müll. Unsere Freunde sind gar nicht da. Wo sind die eigentlich? Was sollen wir eigentlich genau machen? Ich weiß es gar nicht mehr. So lange her. Party. Ist auf jeden Fall online. Ich rufe ihn mal an. Hi. Hallo, Lea. Emily und ich warten auf dich im Rookie Harbor Zentrum, direkt neben dem Springbrunnen. Ach ja, wir wollten nach Osten, ne? Hi. Lea, wir treffen uns am Rookie Harbor Center. Tony und ich warten neben dem Springbrunnen. Okay, wo wartet ihr? Neben dem Springbrunnen? Alles klar. So lange kann ich ja mal noch kurz gucken. Nur mal ganz fix. Nach den Sidequests. Das habe ich mir gedacht. Einfach nur Wüste. Verräterische Wache terrorisiert erneut Schadländer. Er muss, Händler. Er muss aufgehalten werden. Kriegen wir hin. Kann ich jetzt meine Freunde nochmal in die Party invitieren? Hallo Lea, Emily und die... Okay. Dann mache ich das halt alleine. Ich brauche euch nicht. Ihr Bengel. Der Wachmann war... Hier? Ja. Nee. Oder doch? Scheinbar nicht. Offensichtlich ist das nicht richtig. War es dann das hier? Nein. Oh mein Gott, meine Orientierung. Ich gucke mal auf die Karte. Schadhaus, staubiges Heim, Quest Hub. Wüstenwind, Barkeywache, die ist da oben. Da kann ich hier unten natürlich lange suchen. Wir haben nur noch drei Quests, wenn ich das richtig sehe. Zumindest in dieser Stadt. Hi! Yoga Shika, wie ich sehe, hast du zu uns zurückgefunden. Wie wunderbar! Willkommen zurück, Sieger der Gerechtigkeit! Juhu, Ehrenfrau Sika! Hallo, wie immer, willkommen! Hi, hi, hi! Du bist sicher immer noch besorgt, dass sich der Verräter Bilz noch auf freiem Fuß befindet. Aber jetzt haben wir endlich Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Können wir erneut auf dich zählen, um diesen Schurken endlich zur Rechenschaft zu ziehen? Klar. Aha. Gerechtigkeit! Hurra! Gut. Du bist ein wahrer Schatz, Kleine. Den Berichten zufolge hat Bilzen die Stadt verlassen und versteckt sich irgendwo im Maronental. Dort stiehlt er aus seinem Versteck heraus den Schad, ihr Geld und ihre Waren. Trotzdem sollte er nicht allzu weit weg von der Siedlung sein, da er täglich Wasser und anderes braucht. Wenn du ihn also finden solltest, solltest du damit beginnen, den Hauptweg durch die Wüste zu untersuchen. Aha. Wunderbar, es ist beruhigend zu wissen, dass du uns wieder hilfst. Viel Erfolg, junger Sieger. Bye. Ja, das wäre mir jetzt natürlich schon recht, wenn unsere Party dabei wäre. Deswegen werde ich trotzdem erstmal nach Rookie Harbor gehen. Und dort auf unsere Freunde treffen. Die wir dann wahrscheinlich wieder rekrutieren können und dann schleppe ich die mit auf irgendein anderes Abenteuer. Hi. Lea, Sherry. Hi. Hallo Lea, schön dich wiederzusehen. Ui, ich habe mir schon fast Sorgen gemacht. Jetzt aber mal raus mit der Sprache. Was ist passiert? Ach stimmt, wir waren da 3 Tage offline, ich erinnere mich. Oh. Kurz mal was trinken, sorry. Wenn das so ist, werde ich dich wohl mit ein paar Fragen löchern müssen. Ach, lass gut sein, Emily, das ist dir sicher unangenehm. Oui, war ja auch nur ein Witz. Jedenfalls wollte ich dir was zeigen. Hier lang.
Sieh mal da oben. Endlich haben sie den Norden von Ruki Arbor freigeschaltet. Cool. Genau, dort findest du sogar noch mehr Händler als hier. Obendrein bieten die Läden nun bessere Ausrüstung an, seit wir den Fajro-Tempel geschafft haben. Ui, und du solltest wirklich davon Gebrauch machen. Denn jetzt kommt der Knaller. Wir gehen auf einen Raid! Wie? Ui, kann es selbst kaum glauben. Sie haben einen Raid gefunden, wo Spieler mit unserem Level mitmachen können. Das heißt, dass wir mit Lukas, Lin und den anderen zusammen kämpfen werden. Naja, so in der Art. Es gibt zwei Pfade, auf denen zwei Teams parallel laufen. Ach, Details. Jedenfalls findet der Raid morgen statt. Du kommst also gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig, einen Tag vorher. Moment. Du hast noch nicht diese Form geholt, oder? Hä? Mist, du hast recht. Das ist eine der Voraussetzungen für den Raid. Das heißt, du musst erst die grüne Samenform holen. Du findest sie in Autumn's Fall. Das liegt nördlich von Ruki Harbor. Nimm einfach den Ausgang östlich von hier. Genau, halte dabei Ausschau nach der leuchtenden Vogelstatue. Du kannst sie nicht verfehlen. Seton und ich haben die Quest nämlich schon gemacht. Ich mach sie gerne aber nochmal mit dir, wenn du willst. Ich auch. Möchtest du, dass wir dich begleiten? Ja, klar. Du Akkord, dann mal los. Yay, auf zurück nach Westen. Scheiß auf die grüne Samenform. Goodbye. Nein, wir müssen natürlich erstmal den Verbrecher finden und dann ackern wir uns durch die anderen Quests und... Ach, wir sind hier für die nächsten 10 Jahre beschäftigt mit dem Spiel. Das passt schon. So, wir müssen dem Hauptweg folgen. Das sagt sich jetzt natürlich einfacher, als es wahrscheinlich eigentlich ist. Wobei ich gar nicht weiß, dass... Oh, okay. Na los, sei ein braver Bürger und zahl das Schutzgeld. Es nutzt zu deiner eigenen Sicherheit. Hi. Wer? Was? Du schon wieder? Ah, Sieger, Zeit gut zum Abhauen. Ich in Eile und renne jetzt. Bye. Bye. Gerettet. Du. Hä? Du musstest dich ja unbedingt einmischen und die Ordnung hier zerstören, nicht wahr? Hm. Ihr strahlenden Helden habt offenbar keine Ahnung, wie die Dinge laufen. Wir Menschen haben hier das Sagen. Wir bauen Straßen, beschützen die Unterkünfte, erhalten die Zivilisation. Hä? Wir sollten nehmen, was uns gehört. Und du wirst mich nicht aufhalten, Zika. Hm. Ich werde jetzt mal ein paar Lektionen erteilen, die mich die Welt hier gelehrt hat. Coole Glefe. Ah! En garde! Ah, ich weiß nicht mehr, wie man spielt. Holy shit! Okay, schießt auf den. Ja, ihr habt den gebrochen. Das ist schon mal gut. Mal ein Item schlucken. Ich habe doch bestimmt noch irgendwas, was unseren Dumage erhöht. Ja. Feurige Semmeln. Hat sich geheilt. Kann das nicht fassen. Ui. Vielleicht Eis? Ist Eis die Lösung vielleicht? Wo ist er? Ah. Elementarüberladung. Nicht so schlimm. Dann gehe ich auf Feuer. Achso, es ist egal, welches Element. Ich bin doch nicht überladen mit Feuer, sondern ich bin überladen mit Element. Punkt. Ich wollte was essen. Der kleine Schlingel. Dann will ich aber nur hitlocken, da kannst du nichts tun. So viel dazu. Nein, nein. Komm schon, komm schon. Yeah. Erwischt. Hi. Da hat aber jemand ein paar raffinierte Tricks auf der Seeker-Akademie gelernt. Was? Hm. Während wir altmodische Wachen bloß gelernt haben, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit zu wahren. Ja, sehr ehrlich und gerecht bist du. Befällst die armen Händler und beutest sie aus. Nicer Typ. Schutzgeld ist nie gut. Hä? Aber wir bekommen es auch öfter mit übler Gaunerei zu tun. Von daher. Bye. Und er ist wieder entkommen. Na toll. Finde mit Hilfe deiner Analyse raus, wo Windwilson verschwunden ist. Hier hoch wahrscheinlich. Das ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? Er ist hier hoch, also nach Norden. Komme ich denn nach Norden? Wahrscheinlich ist er hier rüber. Das scheint es nicht zu sein. Huch. Fußspuren. Achso, ist da eine Höhle? Ach so, das soll das bedeuten. Ah, cool. Hi.
Nicht einmal der holographisch versteckte Eingang war ein Hindernis. Ihr Sieger seid wirklich etwas Besonderes. Ha. Aber hier endet deine Reise. Niemand kann mich schlagen, wenn ich mich so gut vorbereitet bin wie jetzt. Sieh her! Hä? Oh nein! Hi. Also Sieger, zeig, was du kannst. Das mache ich doch gerne, aber Level 33 ist der, okay, so wie wir. Ah! Meine Semmel! Erstmal die kleinen Roboter wegmachen, ich glaube, das ist sinnvoller. No, 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 no. Okay, der kann sich da mal mit den Freunden prügeln. Okay, er ist runtergefallen, das heißt, ich kann jetzt in Ruhe Dinger wegschießen. Peng, 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 peng. Blocken. Peng, 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 peng. So, jetzt sollte es eigentlich kein Problem sein, den zu besiegen. Oh! Was ein Lackaffe. Ich hasse Ungerechtigkeit! Apollo wäre enttäuscht! Ah, oh, gebrochen. Mehr Feuer. Komm schon. Yay. Ha. Verdammt, all die Vorbereitungen umsonst. Dann gehe ich jetzt halt. Du kommst mit mir, Verräter. Du hast die Ehre der Barkeep-Wachen beschmutzt. Hi. Ah, hallo, Fräulein Seeker. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Wir werden ihn seiner gerechten Strafe zuführen. Enthauptung. Was, du? So gedenkst du, deinem ehemaligen Vorgesetzten Respekt zu zollen? Als Wache von Baki Ikum habe ich geschworen, Menschen sowie Schad vor Bösem zu beschützen. So wie dir, Verräter. Ich verstehe, die Wache ist wirklich weich geworden. Und du, Seeker? Ha. Denk bloß nicht, dass das alles war. Mein Scharfsinn wird immer einen Weg finden. Hä? Das werden wir sehen. Erstmal stehst du unter Arrest. Bewegung. Ja, ja. Was immer sie sagen, Frau Wachtmeister. Bye. Okay, also kommt er dann irgendwann als Sidequest nochmal wieder. Oder als Mainquest, wer weiß. Sonst ist hier nichts, das ist ja fast schon enttäuschend. Sonst finde ich nochmal einen nicen Stissel oder so. Aber gut. Okay, die Quest kann man doch jetzt bestimmt noch irgendwie abgeben. Bum, 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 bum. Ja, ja, lass mich mal durch. Ich muss jetzt nicht alles niederprügeln, was ich sehe. Die können ja ruhig in Ruhe weiterleben, wenn sie mich nicht angreifen. Will ich ihnen auch nicht schaden. Hi! Oh, unser Held ist wieder da. Juhu, willkommen zurück! Held der Gerechtigkeit! Gute Arbeit! Ha. Ja, das hast du gut gemacht. Bilson wurde gefasst und in eine sichere Zelle geworfen. Er wird der Einheit unserer Spezies nie wieder Schaden anrichten können. Aha. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er nicht allein gearbeitet hat. Wir haben immer noch viel Arbeit vor uns. Ja? Aber erst einmal sollten wir die Harmonie zwischen den Schad und den Menschen feiern und all den Fortschritt, der gemacht wurde. Ha. Deine Belohnung hast du dir redlich verdient und wisse, dass du uns immer willkommen bist. Ja, Siegerheld, immer willkommen. Gerechtigkeit für alle. Auf Wiedersehen. Bye. Du hast die Wache Blitzen konfrontiert und schließlich Gerechtigkeit walten lassen. Die Schad sind nun wieder sicher. Hooray! Level up! Hooray! So, wir sind jetzt Level 31 erst. Wir sind 31 erst. Oha. Und wir haben noch mehr Quests, möchte ich mal behaupten. Stimmt, wir brauchen das kaputte Schwert. Da müssen wir nochmal nachgucken, wie wir das kriegen. Kistenkolle. Suche nach dem Schadtransport auf dem Hauptweg durch das Marontal. Ich würde sagen, das. Okay, okay. Wir haben noch einiges hier zu tun. Da bin ich aber froh. Und dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu CrossCode. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Buffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.